Wir waren zu Höchstzeiten bis zu 500 Leute. Das kann sich wohl sehen lassen in diesem Welt. Leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden. Könnt ihr mich hören? Sehr schön. Ich bin froh, dass ich das nicht halten muss, weil ich zitter wie sonst was. Also das, was Anita hier gerade gesungen hat und das Potpourri, ist ganz, ganz perfekt für das, was bei uns im Mehrgenerationenhaus immer stattfindet. Näher ran, ich soll noch lauter schreien. Okay. Also erstmal, liebe Nachbarn, schön, dass ihr hier alle hingekommen seid, so vielfältig wie wir hier in Giebenbeck sind. Danke, dass ihr euch hier hinstellt und Farbe bekennt. Auch wenn die Bühne vielleicht nicht jedem passen mag, ist es trotzdem ein wunderbares Miteinander hier bei uns in Giebenbeck. Ich merke persönlich, dass der Druck tierisch steigt. Ich habe eine sehr vielfältige Familie, was mich auch immer sehr berührt. Ich habe muslimische Schwestern, ich habe einen schwarzen Bruder, ich habe Familie im Osten, die sich nicht wirklich abgrenzt von der AfD. Und ich habe auch lustige Dinge in der Vergangenheit. Eine Familie, die Großeltern hat, die sich der Kirche sehr zugetan fühlen und Großeltern hat, die der Kirche überhaupt nichts abgewinnen konnten. Das heißt, in meiner Familie spaltet es sich an allen Ecken. Selbst am Essenstisch, ja, da haben wir eine Oma, die liebt die Jagd und eine Enkelin, die ist Vegetarierin, ja. Wer von euch kennt das wahrscheinlich nicht, dass es in der Familie ständig irgendwelche Spaltungssituationen gibt? Und ich glaube, gegen rechte Bewegungen und Rechtsextremismus oder wie auch immer wir das benennen wollen, alles, was uns spaltet, trennt, Hass und Hetze ist, das bringt uns nicht weiter. Wir sind hier in Giebenbeck sehr, sehr privilegiert und ich zähle mich dazu. Ich bin eine privilegierte weiße Frau. Ich kann hier mich hinstellen, reden, auch wenn die Stimme zittert. Ist das noch das geringste Problem? Die anderen Menschen, die hier in der Diskriminierung, also die diskriminiert werden, die trauen sich nicht hier hinzustellen. Und deswegen ist es quasi eigentlich schon ein Muss, dass jemand sich, der weiß und privilegiert ist und ich bin immerhin schon eingeschränkt als Frau gegenüber euch Männern. Aber trotzdem habe ich noch wenig, was mich belastet in meinem Leben. Wir haben es hier wirklich wunderschön in unserem Giebenbeck. Und wir haben hier Macht und Kraft, die wir einsetzen können für die ganzen Menschen, die Diskriminierung, die Barrieren entgegenstehen in unserer Gesellschaft, die wir verändern können. Und das ist eine Sache. Also mit Rechtsextremismus und auch mit rechten Gedankengut werden wir diese Probleme definitiv nicht lösen. Das haben wir schon häufig versucht und das wird nichts. Das ist definitiv out. Was wir versuchen müssen, ist aus der Vielfalt, die wir haben, neue Lösungen zu finden. Ja? Wir haben im Moment so viele Ängste. Wir haben Angst davor, dass unsere Familien, unsere Angehörigen, die lieben alten Menschen, die wir haben, dass die möglicherweise kein Pflegepersonal finden. Wir haben Kinder im Kindergarten, die nicht zum Kindergarten gehen können, die nicht ausreichend betreut werden, wo es furchtbar laut ist, weil man nicht genug Zeit und Platz für sie hat. Das sind alles Probleme, die wir nur lösen können, wenn wir mehr Menschen haben und nicht weniger. Ich will noch mal was zur Tradition sagen. Wir haben natürlich tolle Traditionen in den ganzen vielfältigen Gemeinschaften, die hier zusammenkommen. Und das ist auch wichtig, dass wir die haben. Und viele haben Angst, diese Tradition zu verlieren. Angst teilweise sogar auch darüber, dass wir vielleicht nicht mehr nur als ein Geschlecht haben oder zwei Geschlechter haben. Sobald ein drittes dazukommt, gibt es Stress. Aber was wir brauchen, hier ist ja ein sehr wildes Gerede neben mir. Also, was wir aber wirklich brauchen, um es zu lösen, ist Hoffnung, Mut und kreative Lösungen. Und ich glaube, dass das aus Vielfalt gelingen kann, weil dann viele Perspektiven zusammenkommen und Gedanken gedacht werden, die wir bisher noch nicht gedacht haben. Applaus
Ich komme mal, versuch mal die Aufmerksamkeit wieder zurück zu mir zu holen. Hier ist nämlich ein großer Tumult an der rechten Seite neben mir, passend rechts. Also der Verein Mumm, wer ihn nicht kennt, das ist ein kleines, von Frauen gegründeter Verein, der am Gescherweg ist. Und wir versuchen bei uns im Verein Vielfalt erlebbar zu machen, als etwas, mit dem man Probleme lösen kann, als etwas, mit dem man Gemeinschaft finden kann. Und das funktioniert bei uns. Wir strengen uns dafür eigentlich kaum an, weil wir einander lieben und weil wir einander miteinander streiten können, ohne einander wegzuschubsen, rauszuschubsen, zu hassen, zu spalten. Es ist dort eine Gemeinschaft aus ganz vielen verschiedenen Menschen. Junge, Alte, Schwarze, Weiße, was auch immer, Muslima, Nicht-Muslima, gläubig, nicht-gläubig, alles ist dort gemischt. Und wir schaffen es, miteinander eine Nachbarschaft zu bilden, wie sie hier in Gievenbeck gewünscht ist. Ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Also möchte ich euch aufrufen, wir skandieren hier nicht nur gegen Hass und Hetze, sondern jede Einzelne, die hier steht oder jeder Einzelne, der hier steht, muss an seiner Stelle, wo er oder sie Privilegien hat, seine Energie dafür einsetzen, dass sich für die Menschen, die Diskriminierung ausgesetzt sind, etwas ändert. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dass ihr nur miteinander redet, weil der eine oder andere sich einsam fühlt. Das andere kann aber auch sein, wenn ihr irgendwo die Macht habt, Formalitäten, Formalismen zu reduzieren, die es problematisch machen, in unserer Politik irgendwie voranzukommen, dann tut das. Wir verschlucken uns mit unserer Demokratie an diesen ganzen Formalismen, die wir im Moment haben. Wir würden ja gerne alle was tun und ich habe großen Respekt vor denen, die Politik machen, weil nie schafft der Einzelne, der versucht, Politik zu machen, das durchzusetzen, was er oder sie gerne möchte, sondern muss gegen einen Haufen anderes und einen Haufen Kompromisse und steht am Ende des Abends da und denkt, naja, das, was ich eigentlich wollte, das habe ich jetzt nicht geschafft. Aber genau das ist Demokratie, eine gemeinsame Lösung finden. Also nochmal, jeder von euch, jede von euch, macht Türen auf für Menschen, die sie nicht alleine öffnen können oder die sich an die Seite gedrängt fühlen. Ihr seid alle Türöffner, denn ihr habt Kraft, ihr seid privilegiert. Münster ist Bullabü, ja, wenn es darum geht, wie die Welt aussieht. Und in Bullabü können wir auf jeden Fall Macht einsetzen, um den anderen zu helfen. Danke. Applaus